Der Fall Firas A. ist wirklich unglaublich. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt bitte bis zum Ende dran. Ihr werdet euch wundern, was da alles passiert ist und schiefgelaufen ist. Hallo und herzlich willkommen bei Be Free. Mein Name ist Marvin und willkommen auf meinem Kanal. Solltest du noch kein kostenloses Abo hinterlassen haben, würde ich dich bitten, dies zu tun. Wenn du meine Videos unterstützen willst, gerne Daumen nach oben und einen Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in den nächsten Videos wieder. Ein mittlerweile 31-jähriger Syrer hat einen Raub an einer 84-jährigen Rentnerin begangen. Diese war im Einkaufszentrum und hat Geld abgeholt. Und Täter hat sie dann überfallen. Die Rentnerin hat Prellungen und eine Schnittwunde. Sie hat sich natürlich ein bisschen gewehrt, das Geld ist zu Boden gefallen. Der Täter hat sich einen Teil des Geldes geschnappt und ist damit flüchtig. Als man die Überwachungskamerabilder sich angeguckt hat, der Mann ist übrigens aktuell immer noch flüchtig, ist dann aufgefallen, oh, den kennen wir doch. Der Täter ist Firas A., Syrer und Polizei bekannt. Aber was hat der Täter denn schon gemacht? Der Täter hat Anfang dieses Jahres in Hamburg für Angst und Schrecken gesorgt und insgesamt 245 Windschutzscheiben von geparkten Autos mit einem Hammer zerstört. Alles vollkommen normal, das lief über mehrere Monate. Anschließend wurde Firas A. auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Er wurde dann durchsucht, dabei wurde ein Hammer sichergestellt und eine verbotene Schlagring-Messerkombination. Der Syrer kam dahingehend in U-Haft und wurde dann wieder vom Richter laufen gelassen. Wie gesagt, alles vollkommen normal in Deutschland. Warum hatte er denn so einen Hass auf Autos? Ja, es ist ganz einfach. Der Mann ist wiederholt Auto gefahren, ohne Führerschein, wurde dabei öfters erwischt. Die Beamten entzogen ihm daraufhin die Autoschlüssel und dann fing es an mit den Windschutzscheiben. Der Mann tut alles, damit er in Deutschland komplett auffällig ist. Ich frage mich, wie kann sowas in Deutschland sein? Also es ist doch ein Armutszeugnis für unsere Justiz und unseren Staat, wenn wir es nicht schaffen, jemanden, der offen kriminell lebt und da auch überhaupt keinen Hehl draus macht, ständig Polizei bekannt wird. Weil als er jetzt die Rentnerin ausgeraubt hat, hat man die Überwachungskameras gesichtet und da ist dann aufgefallen, oh, den kennen wir doch, Polizei bekannt. Aber man kommt halt einfach nicht hinterher. Deutschland hat fertig. Wenn man sich überlegt, würde jetzt irgendeine arbeitende Bevölkerung sowas machen, der wäre in 0,nix weg vom Fenster. Der wird seinen Job verlieren und, und. Aber wenn du Deutschland nicht zu verlieren hast, dann kannst du machen, was du willst. Du benimmst dich wie eine offene Hose und dir passiert gar nicht. Das ist nicht das Deutschland, in dem ich gerne leben würde. Wenn ich mir überlege, wenn man Kinder in diese Welt setzt, Katastrophe. Aber ja, das ist, was die Politik der letzten Jahre und jetzt auch die Ampelregierung jeden Tag billigend in Kauf nimmt, der ist die Bevölkerung sowas von egal. Aber bald sind wieder Wahlen. Und ich bin mal gespannt, wie es an der Wahlurne hämmert, weil sowas ist nicht normal. Und sowas sollte in Deutschland auch nicht der Standard sein. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar schreiben, was ihr über den Fall denkt. Ich persönlich denke mir, wie kann die Polizei und die Justiz so extrem versagen? Der Richter, der den auf freien Fuß gesetzt hat, hatte vielleicht seine Gründe. Die sollte man dann aber mal beleuchten und vielleicht sogar den Richter mit in Verantwortung ziehen. Wenn wir keinen Platz mehr in Gefängnissen haben, dann sollten wir da vielleicht mal ansetzen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir Gesetze haben und die einfach mit Füßen getreten werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.